So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Nun werden wir uns mal um die ganzen Nebenquests kümmern, nachdem wir im letzten Part unter anderem alle Gebäude freigeschaltet haben. Damit auch den schönen Auditorium machen wir hier schon wedeln, seht. Nicht mehr dieses weiß schlichtet ins Auge des Umhangs, sondern unser eigenes Familienwappen. So gefällt mir das schon besser. Als Zeichen dafür, dass wir cool sind. Oh, komm mal runter, du. So, jetzt reiten wir mit dem Pferd nach da hoch. Ich glaube, da wird nämlich unser Ziel sein. Ich probiere jetzt hier nämlich gleich einmal auf jeden Fall die 2 Templer-Missionen zu machen und dann noch alles, was auf uns auch immer zukommen mag. Auch die Attentatsmission, wenn die Zeit gut ist, werden hier noch einbezogen. Allerdings weiß ich da jetzt noch nicht so ganz, ob das noch was wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Müsste doch eigentlich gehen. Die meisten Nebenmissionen sind ja noch schon nach 3 Minuten oder 4 Minuten oder 5 Minuten ja schon fertig. So, was machst denn du da? Wer bist denn du? Grab schaufelst du? Bitte, ruft nicht die Wache. Sie hätte hier begraben werden wollen. Eure Frau? Das wäre sie bald geworden. Was ist geschehen? Sie hatte ein Geschäft in Colonna. Die Bolgia übernahmen das Viertel und sie widersetzte sich. Man fand Monika mit 2 Wurfmessern im Rücken. Auf frischer Tat. Lia de Russo arbeitet in der Nähe der alten Thermen. Sie muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Also da haben wir die 100% in der Tasche. Man munkelt, eine Frau, die für Cesare arbeitet, irgendwo bei den alten Thermen. Geht, bevor man euch hier sieht. Okay, mal sehen, ob wir die Schaufel aufheben können. Yeah! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der hätte ich sogar rückwärts, warte mal. Behalte dich. Wäre doch lustig. Würde ich die wortwörtlich begraben. Nein, das überlebe ich nicht. Doch. Sehr gut. Gut, die Schaufel lassen wir mal links liegen. Aua, pass doch auf. So, ich wäre schon die versteckte Klinge aus, sonst verprügel ich die schon wieder. Entdeckt werden darf ich, das ist gut. Denke ich zumindest mal. Wenn nicht, ist auch doof. Stirb. Wo ist die? Die Frau, die für Cesare Borgia arbeitet. Unserem jetzt schlimmsten Gegner. Da ist er doch. Sehr gut. Mach direkt da runter. Ja! Yeah! Tot. Oh, die versteckte Klinge wurde benutzt, also 100%. Requiescat in pace. Genau. Das sieht aber ähnlich aus wie eine Assassine irgendwie. Okay. Assassine in den Kampf schicken. Beendet. Okay, gut. Dann kann ich ja das nächste auch mal gleich machen. Aber allerdings kann ich dafür dann schnell reisen. Auf das Banner. Das verzichte ich jetzt erstmal. Ist ja eh auf der Karte drauf. Können wir ruhig darauf zurückkommen, wenn ich dann die Flaggen einsammle. No, und jetzt geht's erstmal zum Kolosseum. Glaube ich. Ja, doch, das war doch da.
Borgia-Hauptmänner. Die müssen wir jetzt uns ja keine Sorgen mehr machen. Und euch wird gegeben werden. Denn ups. So wie ihr die anderen behandelt, werdet auch ihr behandelt. Genau. Wie starben diese Männer? Sie stellten Ristoro in Frage. Und nun liegen sie hier, vergiftet. Ihr stellt ihn auch in Frage. Fürchtet ihr seine Rache nicht? Wer nichts hat, hat nichts zu verlieren. Ich blieb meinem Schwur treu. Ich lege mein Schicksal in die Hände Gottes. Deus auscultat. Euer Schwur hindert euch, also sucht ihr einen anderen, der zur Tat schreitet. Bitte versteht, ich kann nicht töten. Steht in der Bibel so. Exkommunikation. Bruder Ristoro versteckt sich in der Nähe seiner Kirche. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Bruder Ristoro durch ein Luftattentat eliminieren. Gut. Aber ich. Wo ist Ristoro? Er wird in der Kirche sein, ist aber stets von Wachen umgeben. Die Borgia können ihn nicht vor mir schützen. Nein, Ezio, das können sie wirklich nicht. Gebt! Und euch wird gegeben werden! Und wo ist denn diese blöde Kirche? Ich werde diesen Fritzi aufsuchen und umbringen. Kurs werde ich auf den Arzt in diesem Ding nehmen. Lalala, Rom gehört mir. Rom gehört nur so 100% mir. Cesare müsste eigentlich gar keinen Einfluss mehr haben. Wir Paulaner brauchen Spenden, um zu überleben. Um neues Weizenbier einzukaufen. Der habe ich doch schon mal gebracht. Also ist er nicht mehr witzig, schade. Was? Das war auch am Anfang nicht. Ja, ihr habt recht. War ziemlich blöde. Oh, in der Kirche also. Ich würde mal sagen, dann gehe ich mal hin. Erst muss ich diesen Penner da oben ausschalten. Oh, sorgen wir ein bisschen für Aufruhr da unten. Werden wir hier dann ungehindert auf die Kirche gehen können. Auswählen werde ich die Armbrust. Zack. Und nun wieder die versteckte. Wo ist der? Durch ein Luftattentat war es doch, gell? Gut. Requiescat in pace. Schließ die Augen, obwohl sie bereits zu sind. Das geht. Oh, wurde ich entdeckt? Muss ich... Nee, wollte ich nicht. Gut. Oder Ristoro durch ein Luftattentat eliminieren. Da ist der Eingang zum Romulus-Teil. So, und damit wäre ich jetzt auch hier soweit. Einige wurden zum Maestro befördert. Selbst jetzt gar nicht mehr mal so viel brauchen, um zum Assassinen ernannt zu werden. Und das, obwohl ich die gerade mal gefunden habe. Finde ich sehr gut. Nicht sehr gut. Oh, ich benutze diese Tür einmal. Ja, ja. Sehr gut. Oh. Diese können dann bald, sehr bald, ihre Initiation haben. Diese 5 Level 9er. Die hier im Team. Oder warte mal. Nehme ich 2 Level 9er. Naja, nehme ich 3 Level 9er damit. Der Level 8er kann eine 4er Mission hier machen. So. Gott, das müsste ausreichen. Geisterjagd. Ghostbusters. Was? Ja, Level 9er. Nee, Quatsch. Die schicke ich jetzt zusammen mit dem anderen auf eine normale 5er Mission los. Es sollte eigentlich möglich sein. Oh ja. Gut, gut, gut. So.
Was uns dann zur Kaserne führen wird, wo ich ebenfalls mit der Schnellreise hinfahre. Ich bin auch Fachmann für feine Unterkleider. Oh Gott, er nervt. Also nicht ihr, die Verkäufer. Die nerven. Ab zur Kaserne. Wo ich die Auftragsattentate nun annehmen kann. Wird das auch hinter uns? Die Nebenquests werden so beendet, die wo verfügbar sind. Und ganz neue Dimensionen werden entstehen. Penthesilea, da ist ihr. Ezio, die Borgia sind durch eure Angriffe verunsichert. Spione des Papstes durchsuchen die Stadt. Zum Glück konnte Machiavelli ihren Namen erfahren. Grazie. Gut, guter Machiavelli. Beruf Ehefrau. Oh, neue Auftragsattentate freigeschaltet. Auf der Karte nachsehen, um sie zu finden. Ja, also... zwei Stück also in der Stadt. Da kommen wir da irgendwie schneller hin. Ja. Wenn ich zum Pantheon reise. Eventuell. Oh, das mache ich. So. Pantheon. Esquivr. So. Senseless. Wobei ich sagen muss, ganz senseless ist das jetzt nicht, wenn ich bin Sense, ein Kumpel von mir, das Brony. Vielleicht kennt ihr es aus den MW3-Parts, die ich auch hochgeladen habe. Wenn nicht, hört ihn euch an, der ist ziemlich verrückt, der Typ. Nennt mich immer Sense. Nicht Markster, nicht irgendwie anders, sondern immer Sense. Sense ist essentiell. Versteht ihr? Essentiell? Versteht ihr? Ja? Versteht ihr nicht? Versteht ihr? Findet ihr nicht lustig? Achso. Gut, das ist was anderes. Geld abheben. Investition. Gut. Mir ist egal, wie die Chance für die Investition ist. Ich will es nur getan haben. Ah, die Borgia, den Borgia-Kurier hier werde ich durch meine Assassinen ausschalten. Er könnte nämlich etwas dabei haben, was ich brauche. Oh, ich habe ja gar keine übrig. Gut, dann halt so. Stört mich jetzt auch nicht sonderlich. Taubenschlag da oben, Taubenschlag ein. Aufzug? Nein, wir klettern. Ja, freilich. Ja, Missionen. Stille Post. Der Feind ist alarmiert. Wichtige Nachrichten wurden von bewaffneten Söldnern überbracht. Das wird uns nicht hindern. Sorgt dafür, dass die Nachrichten mit ihren Überbringern untergehen. Nicolo. Beide Ziele innerhalb von 60 Sekunden töten. Ach, innerhalb von... also... die 60 Sekunden, wann zählen denn die? Zählen die ab dem ersten Mord, oder? Das hätte mich jetzt nicht schon interessieren, also... wäre vielleicht eine gute Grundinformation, so. Ah, ich verstehe. Ich denke, da sollte ich nochmal drauf warten, bis ich nochmal Assassinensignale habe. Ah, da hält man uns gerade mal fest. Oder aber ich erledige sie beide mit der Armbrust. Nee, ich denke, das muss ich jetzt gar nicht. Noch mehr Auftragsattentate. Ja. Das war's nicht. Das ist einfach, weil der sich ein Pferd genommen hat.
dass das eine ziemliche Schlacht hier ist. Und ich eigentlich die ganze Zeit den abballern will. Ja, das war nix. Egal. Ausrauben kann man sehr trotzdem. Oh, der Sack hat bestimmt irgendwas Geiles dabei. Oder zumindest einiges an Geld. Hm. Naja. Oh, neue Auftragsattentate freigeschaltet. Gilt das jetzt eher überhaupt oder hat er dieselben gemeint? Es hat dieselben gemeint. Also nur noch die hier. Dann sind wir fertig. Ah, warum leckt denn das jetzt auf einmal so? 30 Frames in der Sekunde ist doch nicht okay. 31, toll. Dafür kann ich mir jetzt auch nichts backen. Muss, glaube ich, mal wieder ein bisschen defragmentieren, weil, ja, wenn ich die Folgen gedreht habe, werde ich sie eigentlich, dann tue ich sie normalerweise. Lacht mich jetzt nicht aus, mit dem Windows Movie Maker zu einem YouTube-tauglichen Video machen. Das verbraucht extrem wenig Platz und ist dann trotzdem HD halbwegs. Also man kann HD zumindest auswählen, ob es dann auch wirklich High Definition ist, ist natürlich fragwürdig. Und dann lösche ich die ganze Sache. Natürlich bleiben dann einige Speicherblöcke etwas überfüllt. Nach einer gewissen Anzahl von gelöschten Gigabytes, die mittlerweile wirklich die 10.000 oder so bestimmt schon erreicht haben. Und deswegen muss ich wieder meine Festplatte ein bisschen verschnellern. Aber jetzt ist es zum Beispiel wieder 50 Frames in der Sekunde. Das kann man manchmal einfach nicht verstehen. Das ist nicht mit normalen Gedanken. Mein Arbeitsspeicher ist nicht ausgelastet. Ich bin gerade nicht im Internet. Doch, verdammt, Facebook. Ah, Facebook wird uns alle versklaven. Ja, ansonsten keine Ahnung. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir machen ja unsere Missionen und ihr seht es. So. Wenn ihr die Mission von eben übrigens besser machen wollt, müsst ihr einfach mit der Pistole daherkommen. So, jetzt habe ich erstmal hier ordentlich was bekommen. Assassinen werde ich erstmal kurz noch aufleveln. Hier, man sieht schon, die sind jetzt kräftig trainiert. Ich habe sogar 2 Fähigkeitspunkte bekommen. Deswegen ich jetzt wieder welche losschicken muss. So, das reicht. Und dann noch ein Kumpel, den ich noch brauche. Den lasse ich da. Als! Mal eine Mission annehmen. Komm zurück. Braver Vogel. Missionen. Überbringer schlechter Nachrichten. Die Borgia haben ihre Ermittler losgelassen. Wenn sie uns nicht finden, werden sie die Bewohner Roms quälen, bis sie Antworten bekommen. Schlagt präzise zu, sonst könntet ihr überwältigt werden. Niccolo. Das Ziel darf nicht nach Verstärkung rufen. Die Ziele eliminieren, ohne dass sie Verstärkung rufen können. Jawoll. Müsste uns eigentlich gelingen mit Hilfe der Armbrust und der versteckten Klinge. Aber ich lasse mich noch überraschen, weil das geht bestimmt wieder schief. So wie ich mich und das Spiel kenne, geht es bestimmt wieder schief. Ah, jetzt müsste ich natürlich wissen, wie weit ich jetzt noch laufen muss, weil das wäre ganz nett. Ah, aber es ist am besten, wenn ich doch ein paar Assassinen rufen könnte. Aber ich habe leider nur noch einen. Ich Depp. Ja, dann werde ich einfach mal im Fernkampf bleiben. Natürlich wäre jetzt auch ein Pfeilhage was Schönes. Dann soll er halt Verstärkung holen, ist doch mehr egal. Oh! Oho! Haha! Ist ja geil. Gut, so wie es aussieht, hat der eine Assassine vollkommen ausgereicht. Jetzt, das muss ich jetzt tun, muss ich wieder zur Kaserne zurück. Nee, da ist noch einer. Alles klar, dann gehen wir mal hin. Hm? Dass ich da mal 100% habe, dann war das doch eine sehr positive Überraschung.
Habe ich dir doch rechtzeitig umgebracht. Aber wieder noch nicht. Die Stadt gehört ja auch mir. Also. Ja, das wird nie langweilig. Assassinenzeremonie. Wir können noch einmal einen in den Rang eines Assassinen erheben. Das könnte ich natürlich tun, wenn ich jetzt gerade in der Nähe meiner Assassin's Farm wäre. Nee, aber nicht. Eine Assassinengilde auf Tiberius Kirk Island. Oh, und der Vogel hat einen Vogel. Aufträge Moskwa. Jawohl. Dem einen fehlt nämlich noch ein bisschen Erfahrung. Die wird er nun lernen. Damit er auch mal hier... Oh, was mache ich denn? Jetzt habe ich alle Assassinen weggeschickt. Egal, ich schaff's auch alleine. Gehe ich mal davon aus. Ja, ich weiß, sie ist bereit, zu einem Assassinen zu werden. Ist okay. Der Händler von Rom. Händler unter dem Schutz der Borgia tauschen oft Gefälligkeiten auf Kosten der ehrlichen Händler aus. Zeigt ihnen, dass ein Schutz durch die Borgia nur ein Mythos ist. Niccolo. Die Assassinenrekruten einsetzen, um Ablenkung zu erzeugen. Das war doch jetzt wieder klar, oder? Ja, gut. Da müssten wir jetzt eventuell wirklich warten, bis ich wieder Signale habe. Da könnte ich eigentlich den Part noch kurz abbrechen, um... Ja, um ihn dann wieder zu starten, wenn die Assassinen oder zumindest einer wieder da ist. Aber hinlaufen kann ich ja schon einmal. Stimmt, bestimmt kriege ich in der Zeit wieder einen Assassinen, den ich auf die Dreier-Mission geschickt habe. Vielleicht dauert ja jetzt nicht so lang. Oh doch, da drüben ist er. Gut. Gehe ich erstmal in die Nähe, in eine sinnvolle. Und werde da etwas warten. Ich muss ihn ja bloß einsetzen. Oh. Okay, dann werde ich mal hier ein bisschen schneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment, da ist gerade noch einer dabei, mich zu entdecken. Das geht gar nicht. Stirb, du Drecksarsch. Muss ich mal kurz gucken, ob noch was passiert dazu. Nee. Ja gut, dann ist okay. Gut, gut. Ich glaube, hier kann mich keiner mehr entdecken. Gut, dann schneide ich jetzt wieder. Bis gleich. So, Leute, Ezio Auditore stand jetzt die ganze Nacht noch da und hat mit seiner Armbrust in der Hand gewartet, bis endlich ein Assassine sich wieder zurückgemeldet hat. Jetzt können wir endlich für Ablenkung hier sorgen. Ich muss nur kurz nochmal schauen, von wo. Ich gehe mal davon aus, dass hier in Ordnung ist. So. Hä? Okay, das gilt jetzt nicht als fair, denke ich mal. Weil ich habe ihn ja getötet irgendwie. Wie kann das sein? Nee, das geht doch nicht, oder? Der war doch tot. Ja, muss mir nicht mehr anzeigen, dass mein Einkommen gestiegen wäre. Oh Gott, ey. Sowas ärgert mich schon wieder. Jetzt kann ich schon wieder warten, bis sich die Anzeige aufgefüllt oder neue Assassinen wieder da sind. Das könnte noch dauern. Ja. Gut. Wenn der Händler dann unbemerkt eliminiert ist, wie geht's dann weiter, bitte? Ah. Ja.
Ah, ah, er entdeckt mich nicht. Oh, hier ist gut. Und geschafft. Im Aufzug gehen wir nach oben. Gibt's noch was? Nee. Nö, wir haben es geschafft. Gut. Sicher. Ja, keine Attentatsaufträge mehr. Gut. Da werde ich jetzt nämlich nochmal kurz zu Ezios Unterschlupf gehen. Werde ich dann gleich auch hier den Tunneleingang benutzen. Nach Tiberinsel und zur Tiberinsel gehen. Oh, und jetzt kommen natürlich meine ganzen Assassinen zurück, ist klar. Versteck auf der Tiberinsel, genau. Das ist schon mal direkt da. So, die Initiation wird direkt starten. Dann werde ich meine Assassinen wieder aussenden gleich. Und dann werde ich den Part beenden. Und dann können wir uns langsam an die Verstecke von Romulus machen. Oh nein, da ist noch eine Attentatsmission. Hä? Okay, ich interagiere mal. Okay, sind wir draußen. In dem Ding über dem Assassinenteil ist dann Leia Shea Walker Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Genau. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Genau. Gut gesagt, Ezio. Spring runter. Oh, mehrere Assassinen sind dann, glaube ich, schon befördert. Ja. Gut, dann gucken wir uns mal die Schlachtpläne hier an. Ja. Assassinen. So. Fertig. Der auch bald. Barcelona sind neue Aufträge. Eine Beichte abnehmen. Ja, Moment mal. Eine Beichte abnehmen. Nehme ich das auch glatt. Einen ganzen Level 9 und Level 8er mit. Für die sich das ja auch wenigstens lohnt. Moskwa. So, und einen behalte ich. Ja. Yeah. Die eine da oben. Oben, jawohl. Wird es halt noch ein bisschen länger dauern. Dann werde ich halt eben noch hier eine neue Mission annehmen, die dann hoffentlich nicht so lange dauern wird, aber so wie ich die Mission kenne, werden sie das nicht. So, die drei Amici. Cesare hat begonnen, ungeübte Soldaten anzuheuern. Seine erfahrenen Ausbilder sind daher enorm wichtig für seinen Erfolg. Findet und tötet sie. Die Ziele mit der versteckten Klinge umbringen. Erst einmal lokalisieren. Autsch. Oh, das wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch, vermutlich wird das das doch. Muss ich kurz gucken, wie weit die voneinander weg sind. Ach, die sind alle auf der... Ah, okay, gut. Bei den Abgeschiedensten umbringen. In einem Kopfsprung geschwind. Da werde ich alle drei mit der versteckten Klinge töten. Mit der ich auch kämpfen kann. Also, von dem her... Wird es jetzt nicht so schwierig, sobald ich die umgebracht habe und sollten noch weitere Soldaten übrig sein, kann ich ja meinen Assassinen rufen. Der mir dann hilft. Aber ich glaube nicht, dass das nötig ist. Man weiß ja nie so richtig. Ich darf aber entdeckt werden, nehme ich mal an. So, also das ganze Unterfangen ja blöde.
Fuhrwerke vernünftig zu machen. Ihr habt hier nichts verloren. Ja, ist wichtig. Und zack. Und tot. Weiter zum nächsten. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden. Kommt mal mit. Brauch euch kurz. Falls ihr mit überhaupt mithalten könnt, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. 75 Florin. Haha. Ein Mutiger bleibt übrig. Die angeheuerte Gruppe wurde angegriffen. Na, Medizin brauche ich immer. Oh, und dann ist der nächste ja nicht mal so fern, denke ich. Jawohl, ich sehe ihn. Würde ich sehen, dass man gerade eine etablierte hauseigene Schlosserei. Ja, eine hauseigene Schlosserei. So. Die drei Amici sind tot. Der Schlag war umsonst, Kerle. Ah, und jetzt? Wie sieht's jetzt aus? Keine mehr. Keine mehr. Komm schon. Genau absuchen. Nun gut. Ich denke, ich kann mich mal darauf verlassen, dass es keine mehr sind. Das bedeutet, dass der Part nun ein Ende gefunden hat. Ups. Er meint mich umzubringen. So, okay, gut. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, und auf Wiedersehen. Ciao.